Wenn er kommt, müssen alle Waffen am richtigen Platz sein. Wagmas, fahr mal. Dirk Sommermann kontrolliert Waffenbesitzer in Dachau. Heute wird er fündig werden. Es gibt halt welche, die kümmern sich da um gar nichts. Die sagen, ja, mein Zeug passt, wie ich es aufbewahrt habe, und dann ist gut. Und das bei tödlichen Schusswaffen wie Pistolen und Gewehren. Seine Kontrollen sind angekündigt. Wenn einer schwarze Waffen hat, dann kann er die selbstverständlich dann wegbringen. Hallo. Jetzt kommt's drauf an. Dass alles so aufbewahrt ist, wie sich's gehört. Nach dem Gesetz. Und dass alle registrierten Waffen da sind. Sonst droht Bußgeld. Bis zu 10.000 Euro. 21 Waffen. Der Kontrollierte ist Jäger und Sportschütze. Soll ich ihm die gleich zerlegen? Ja, wenn das geht. Passt. Da ist auch eine ganz andere Nummer drin. Ein Zahlendreher in der Seriennummer. Doch das ist noch harmlos. Da hat wieder mal jemand ganz schlecht gearbeitet. Für solche Fehler gibt es die Kontrollen. 70. Und dann, kurz vor Schluss? Dann hätte ich eine Bockdoppelflinte in Marokko. Die ist ausgetragen. Wann? Moment. Muss aber erst kurz vorher gewesen sein, gell? Er hat die Bockdoppelflinte nicht mehr. Das ist mindestens schon 10, 15 Jahre her. Ja. Also die ist da herin steht sie im Besitz. Die Waffe fehlt. Das kann harmlos sein. Der Jäger nicht per se verdächtig. Aber so ein Fall muss ernst genommen werden. Was, wenn eine Waffe tatsächlich verschwindet, auf dem Schwarzmarkt landet? Wenn Waffen in die falschen Hände gelangen, kann das katastrophale Folgen haben. München 2016, Olympia-Einkaufszentrum. Halle 2019. Hanau 2020. Der Täter Sportschütze. Allein in Hanau sind 10 Menschen gestorben. 3 rechtsextreme Anschläge. 3 Täter, Männer mit rassistischer Ideologie. Und Waffen. Wie groß ist die Gefahr durch bewaffnete Rechtsextremisten in Bayern? Was tut der Staat gegen diese Gefahr? Der Schützenverein, in dem der Täter von Hanau lange trainiert hat. Die königlich privilegierte Hauptschützengesellschaft in München. Wie leicht kommt man dort an Waffen? Hat niemand die Gesinnung des Täters bemerkt? Nina Adels ist eine der besten Schützinnen im Verein. Ihre Disziplin? Sportpistole. Ihr Ziel? Die Mitte. Die 10. Keine 10, oder? Doch, das Rote ist eine 10. Gelb ist 9 und blau ist der Rest. Ein Schuss im 10er-Bereich, der andere zu hoch. Das war perfekt, ja. Sie hat mittlerweile ihre eigene Pistole. Mindestens ein Jahr Vereinsmitgliedschaft ist Pflicht für eine eigene Waffe. Und regelmäßiges Training. Helmut Fischer, erster Schützenmeister, ist mitverantwortlich für die Aufnahme neuer Mitglieder und für die Waffen. Wer keine eigene hat, kann sich hier eine ausleihen. Es gibt einige wenige Berechtigte, die da hin dürfen. Ich natürlich auch, weil ich an allem schuld bin. Aber beim Eingabengeben der Kombination will er sich natürlich nicht beobachten lassen. Es ist so, dass man hinterher feststellen kann, wer aufgemacht hat. Kleinkalibergewehre und Trainingswaffen, wie sie auch der Hanau-Attentäter genutzt hat. Da unten sind die Pistolen. Wir sprechen Nina Adels auf den Anschlag von Hanau an. Im ersten Moment ist dann schon so, okay, kenne ich den? Hoffentlich nicht. Ja, natürlich. Also es ist schockierend, dass so jemand im selben Verein ist. Sie erinnert sich nicht an ihn. Fischer schon. Ja, der ist gekommen, hat geschossen. Dann hat er sich von der Gaststätte ein Bier kommen lassen. Das hat er hier getrunken und ist wieder gegangen. Und 14 Tage später hat das gleiche nochmal stattgefunden, so ungefähr im Schnitt. Regelmäßiges Training.
Voraussetzung, um eine Waffe zu bekommen. Das soll sicherstellen, dass nur Sportschützen das Schießen trainieren. Wurde niemand misstrauisch? Der Verein sagt, der Täter war bereits Waffenbesitzer, als er hierher kam. Was eher positiv ist, weil man schaut schon bei neu Aufzunehmenden immer ein bisschen kritisch, warum will der überhaupt? Geht es ihm um den Skisport oder will er bloß Genehmigung für eine Waffe? Je zwei Personen überprüfen die Motivation der Neumitglieder. Beim Hanau-Schützen ist nichts aufgefallen. Hat sich Ihre Sicht auf Neumitglieder, seitdem Sie von Hanau das erste Mal gehört haben, verändert? Nein. Nein. Inwiefern nicht? Das Risiko ist einfach da. Und gerade an dem Fall ist es mir klar geworden, es ist völlig unmöglich, im Jahr 2014 eine Tat vorherzusehen, die 2020 stattfindet. Der Täter hat bis 2019 hier trainiert, insgesamt 5 Jahre. Fischer sieht trotzdem keine Verantwortung beim Schützenverein. Unsere Mitglieder erziehen wollen wir auch nicht. Wir wollen nur, dass sie sich, wenn sie sich hier aufhalten, dass sie sich ordentlich benehmen, um das mal ganz bäuerlich zu sagen. Deswegen auch, ich will auch nicht, dass wir hier politische Diskussionen haben, also auch das nicht. Hauptsache, es bewege sich alles im Rahmen von dem, was er immer dabei hat, Grundgesetz und Satzung. Tschüss, Wiedersehen. Der Weg zur Schusswaffe dauert laut Gesetz mindestens 1 Jahr. Das kann diejenigen ohne sportliche Ziele abschrecken, muss es aber nicht. Dirk Sommermann kontrolliert legale Waffenbesitzer. Hier in Dachau fehlt eine registrierte Waffe. Aktualisiert worden, weil die habe ich damals sogar einer Arbeitskollegin verkauft. Aha. Wenn dann weiß, wo die Waffe ist, dass man ihm alles entzieht. So sind unsere Gesetze. Also sobald da was ist, dann gilt er als unzuverlässig. Und wer als unzuverlässig gilt, darf keine Waffen haben. Unzuverlässig ist, wer wegen einer Straftat verurteilt wurde, in einer verbotenen Vereinigung ist oder wer seine Waffe ohne Meldung jemandem weitergibt. Wer da das nicht eingetragen hat oder das nicht geschrieben hat, das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber das ist sicherlich schon ganz, ganz lange Zeit her. Also das war bisher auch bei meiner letzten Prüfung nicht das Thema. Kann es jetzt nur so sagen. Also bin mir da keiner Schuld bewusst. Ein Verwaltungsfehler? Im Moment sieht es so aus. Wir kommen mit ihm ins Gespräch über Waffen in den falschen Händen. So wie es in den Medien ja oft ist, dass wieder irgendwo einer Amok läuft oder irgendwo rumschießt. Das sind halt Sachen, da distanziert sich eigentlich die Jägerschaft komplett. Also das ist überhaupt kein Thema. Und auch als Sportschütze, der das gewissenhaft macht, wird das nie ein Problem sein. Aber viele nutzen das einfach aus und das gilt es halt einfach abzustellen. Dann passt es soweit. Ich weiß Bescheid und ich telefoniere einmal, dann schaue ich, vielleicht habe ich da gleich eine Info. Ja, alles klar. Gut, also für Gott. Zur nächsten Kontrolle. Wenn eine Waffe jetzt nicht ausgetragen ist, da ist natürlich erst einmal Grundverdacht da. Holla, da passt was nicht. Aber das sind eigentlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Jäger sind ja keine Verbrecher, das sind ja zuverlässige Leute, die immer wieder überprüft werden. Also da haben wir eigentlich, wenn sowas war, die Waffe immer wieder gefunden. Später erfahren wir, der Jäger hatte den richtigen Ort angegeben. Nur ein Übertragungsfehler. Wie groß ist die Gefahr, die von bewaffneten Extremisten ausgeht? Ein aktueller Fall in Bayern. Susanne G., Heilpraktikerin aus Mittelfranken. Sie soll Drohbriefe mit Morddrohungen verschickt haben. In den Umschlägen eine Patrone. An einen Landrat, einen Bürgermeister, einen Flüchtlingshilfeverein und eine Moscheegemeinde. Außerdem soll sie auch einen Bombenanschlag vorbereitet haben. Susanne G. war Mitglied der neonazistischen Partei Dritter Weg. Sie ist tätowiert mit einer 88. Das steht in der Szene für Heil Hitler. Nun versucht das Oberlandesgericht zu klären, ob sie die Drohschreiben verschickt und rechtsextreme Anschläge vorbereitet hat. Die Nebenklage ist davon überzeugt. Ende Juni.
Wir begleiten den Nebenklageanwalt Maximilian Bär zum Gericht. Sein bisher wichtigster Fall. Er vertritt einen bedrohten CSU-Bürgermeister. Wenn er als Person und in diesem Fall auch in seinem Amt als Kommunalpolitiker angegriffen oder bedroht wird von rechts, dann ist es ihm wichtig, da klare Kante und Haltung zu zeigen. Laut Polizei soll Susanne G. bewaffnet gewesen sein. Er will heute Details erfahren. Konkret, ob die Patronen, die in den Drohschreiben steckten, also verschickt worden sind, ob das scharfe Munition war oder nicht. Patronen, die sein Mandant erhalten hat. Wir dürfen rein. Ohne Kamera. Das Gericht hat einen leitenden Ermittler als Zeugen geladen. Er berichtet von Susanne G.'s Festnahme in einem Hotel. Ihr Zimmer und Auto, so der Polizist, seien vollgepackt mit möglichen Bauteilen für Bomben und Waffen. So auch eine Schleuder, ein Schlagstock und ein Elektroschocker. Außerdem ein Schlagring und ein Springmesser. Allein die letzten beiden sind laut Waffengesetz verboten. Bald werden wir erfahren, die Polizei hat noch mehr gefunden. Waffenkontrolleur Sommermann, die nächste Station, bei einem Dachauer Waffenhändler. Mal wieder Spekuliereisen, dass wir die Nummern lesen können. Heute geht es um dessen private Jagdwaffen. Das ist jetzt ein Waffenraum, der ist dementsprechend da durch die Tür gesichert. Möglichst einbruchsicher. Wie oft wurde das alles denn hier schon kontrolliert? Das erste Mal. Ich bin zum Angriff gesagt, sie kommen zum Kontrollieren. Und dann habe ich gesagt, ja gut, kein Problem. Bin da, dann können wir es machen. Seine allererste Kontrolle. Die Waffen hängen schon länger hier. Ja, 25 Jahre. 25 Jahre, noch nie kontrolliert? Nein, Jäger sind anständige Menschen, die machen nichts mit den Waffen, weil jeder will weiter auf die Jagd gehen und seine Waffen behalten. Also ist da, schaut jeder, dass es stimmt, was er da macht. Gut, Verrückte gibt es immer, das weiß man. Aber normalerweise hat ja keiner Zugang nicht und wie gesagt, das ist eigentlich passt schon alles. Noch passt alles. Wie oft Waffenbesitzer in Bayern kontrolliert werden, bisher gab es keine veröffentlichten Daten. Wir haben sie erhoben und ausgewertet. Bei allen 96 Landratsämtern und kreisfreien Städten Bayerns. Bis auf 7 haben alle vollständig geantwortet. Wir haben 2 Dinge abgefragt. Die Zahl derjenigen mit Waffenbesitzkarte und die Zahl der Kontrollen in 2019, vor Corona. Daraus ergibt sich, im Schnitt wird ein Besitzer von Schusswaffen in Bayern nur ca. alle 23 Jahre kontrolliert. Von 2019 zu 2020 sind die Kontrollen wegen Corona dann noch mal deutlich gesunken, um 54%. Viele Kontrollen wurden abgesagt. Die oft wenigen Mitarbeiter mussten woanders aushelfen. Was sagt dazu der Innenminister? Er ist zuständig für die innere Sicherheit in Bayern. Wir zeigen ihm die Daten und die statistische Grafik. Im Schnitt wird ein Waffenbesitzer in Bayern nun ca. alle 23 Jahre kontrolliert. Alle 23 Jahre. Ist das ausreichend? Ich bitte um Verständnis, ich nehme das jetzt zur Kenntnis. Ich will das auch nicht bestreiten, aber ich kenne die Berechnungsgrundlagen deshalb nicht. Aber wenn Sie jetzt mal sozusagen annehmen, dass diese Zahl korrekt sind, Sie können das gerne noch nachprüfen, würde das ausreichen? Dass ein Waffeninhaber nur alle 23 Jahre überprüft wird, ist sicherlich nicht zufriedenstellend. Wir zeigen ihm auch die Auswertung für die einzelnen Landratsämter. Waffenbehörden arbeiten in Bayern sehr unterschiedlich. Besonders viel kontrollierten vor Pandemiebeginn die Stadt Bamberg, Nürnberg und der Landkreis Unterallgäu. Hier wurden 2019 jeweils 44, 19 und 18% der Waffenbesitzkarteninhaber geprüft. Die Städte Aschaffenburg, Ansbach sowie der Landkreis Oberallgäu haben keine überprüft. Es hat keine einzige Kontrolle stattgefunden. Als Grund nennen sie vor allem Personalmangel. Und tatsächlich, der Innenminister erklärt sich bereit, etwas zu tun. Ich glaube, dass insgesamt jeder Landrat, jeder Oberbürgermeister in Bayern weiß, wie wichtig dieses Thema ist. Und wir werden, wenn wir jetzt noch mal überprüfen, wie die Kontrollpraxis ist, natürlich dem auch noch mal nachgehen und
Hinweise darauf geben, dass hier natürlich auch eine entsprechende Personalausstattung erfolgen muss. Also eine Ermahnung an die Landratsämter. Zurück im Oberlandesgericht München. Der zweite Teil der Verhandlung. Wir bekommen mögliche Einblicke in die private Bewaffnung von Susanne G. Zunächst viele Gegenstände, für die man keine Genehmigung braucht. Ein Zeuge der Polizei berichtet, man habe bei ihr ein Schwert, eine Axt und weitere Waffen vorgefunden. Was die Ermittler noch finden, gibt Einblicke in ihre Gesinnung. Ein Mauspad mit der Aufschrift Vize-Weltmeister 1945, wir kommen wieder. Oder ein Plätzchenausstecher in Form einer SS-Rune. Und dann sehen wir eine Weihnachtskarte, die sie als Morddrohung verschickt haben soll. Der Mandant von Nebenklageanwalt Bär bekam eine ähnliche. Er sei ein Juden- und Ausländerfreund. Mit dabei scharfe Munition, so ein Gutachter. Woher die stammt, unklar. Und wir erfahren im Gericht, Susanne G. soll an Schießständen trainiert haben. In Tschechien. Wir fahren hin. Nach 3 Stunden Fahrt, die Schießstände. Wir finden sie nur wenige Kilometer hinter der bayerisch-tschechischen Grenze. Wir wollen wissen, wie leicht kommen wir an Waffen. Erste Station, der Warteraum. Wir reisen als Gruppe von Freunden an, um als Journalisten nicht aufzufallen. Ohne Ausweiskontrolle werden wir in den Schießraum geführt. Wie es scheint, haben wir freie Auswahl. Keine 2 Minuten vergehen, bis wir zum allerersten Mal eine Waffe in der Hand halten. Groß beaufsichtigt werden wir nicht. Munition könnten wir theoretisch unbemerkt einstecken. Und darauf zielen wir. Menschliche Silhouetten. In Deutschland verboten. Wir schauen uns um. Wer ist noch da? Beim Rausgehen sehen wir diese beiden. Nordstorm steht auf dem Sweatshirt. Den Pullover finden wir später in Online-Shops. Die Marke Doberman's Aggressive. Beliebt auch bei Neonazis. Runenschrift, Farben des Deutschen Reichs, schwarz-weiß-rot. Indizien. Ob Susanne G. hier war, ist unsicher. Doch es gibt einen weiteren Schießstand. Dort war sie, sagen 2 Zeugen im Prozess. Wir fahren hin. München, Landeskriminalamt. Was passiert mit beschlagnahmten Waffen in Bayern? Benjamin Berger analysiert Waffen aus Kriminaldelikten. Die eine oder andere Waffe, die hier vorhanden ist, ist mir tatsächlich aus dem ein oder anderen Fall noch ganz gut bekannt. Insgesamt 8000 Waffen lagern hier, in einer der größten Waffensammlungen Deutschlands. Für uns analysiert er eine Glock 19. Wo die herkommt, geheim. Möglich, dass mit ihr eine Straftat begangen wurde. Für die Analyse braucht er Spuren. Die Waffe hinterlässt beim Schießen eine Art Fingerabdruck auf der Patrone. Bei der Analyse kann Berger beweisen, ob Patronen, die man woanders findet, aus der gleichen Waffe stammen könnten. Für diese Waffe ist hier Endstation. Sie ist jetzt ausgewertet und die Spuren sind archiviert. Jetzt kann sie zerstört werden. Genau, wir haben jetzt eben die Waffe unwiederbringlich zerstört. Wird aber zusätzlich jetzt auch noch eingeschmolzen. Der Attentäter vom Münchner OEZ hatte eine ähnliche Waffe. In Tschechien auf dem Weg zum 2. Schießstand. Hier soll Susanne G. gewesen sein. Ein Szeneort für Rechtsextreme? Im Vorraum merken wir sofort, diesmal können wir nicht filmen. Überall Überwachungskameras. Wir schauen uns um. Hinter der Bar entdecken wir Soldatenhelme und eine Adolf-Hitler-Büste. Dann dürfen wir in den Schießraum. Andere sind schon da. Fast nur Männer. Hinten in der Ecke der Waffenraum.
Dort liegen Pistolen dicht an dicht. Und wieder menschliche Silhouetten als Zielscheiben. Hier könne man auf Sinti und Roma schießen, sagt ein Mitarbeiter. Nur, dass er das Schimpfwort ausspricht. Alle im Raum reden Deutsch miteinander. Und dann sehen wir Gäste mit T-Shirts von Combat 18, einer militanten Neonazi-Kampfgruppe. In Deutschland verboten. Die 18 steht für den ersten und achten Buchstaben des Alphabets, die Initialen Adolf Hitlers. Auch ihr Motto lesen wir auf den Shirts. Whatever it takes, alles was notwendig ist und Terror Machine. Hier in Tschechien können Rechtsextremisten also ungestört Schießen üben. Dazu möchte der Inhaber keine Stellungnahme abgeben. In der Kanzlei von Nebenklageanwalt Beer in Nürnberg. Nur noch eine Woche zum Prozessfinale, bis zu seinem Plädoyer. Wir sprechen mit ihm über unsere Erlebnisse in Tschechien. Wer sich dann dahin begibt, kann sich dann hier was ausruhen. Genau. Ja, es fällt einem wenig dazu ein, beziehungsweise passt es zu dem, was wir in dem Prozess natürlich auch gehört haben. Zu sagen, ich begebe mich hier in ein Ausbildungsstadium und bereite mich vor für einen Kampf im Untergrund. Ja, und gegen was? Natürlich gegen Vertreter dieses Staates. Argumente für sein Plädoyer? Die Verteidigung streitet die Anklagepunkte ab. Wie das Gericht urteilt, ist zu diesem Zeitpunkt noch offen. Dachau. Waffenkontrolleur Sommermann ist der Erste, der hier zur regulären Kontrolle vorbeikommt. Gut, dann haben wir das schon. Dann hat er doch noch was entdeckt. Ja, das Gitter, meine, haut nicht hin. Der Waffenraum braucht ein besser gesichertes Fenster. Wie gesagt, das ist ein alter Stand gewesen, natürlich damals, wie diese Waffenräume beschaffen sind. Ja. Und hier müssen wir nach einem neuen Stand gehen. Zwei Kontrollen, ihm ist viel aufgefallen. Und dabei kontrolliert er angekündigt. Man hat ja gesehen, dass es notwendig ist, dass man überprüft. Ja? Weil halt bei jedem eigentlich ein bisschen was da war, wo man sagt, holla, das passt nicht. Und somit ist eine Überprüfung gerechtfertigt, auch dass man das macht. Feierabend. Hier ist Schichtbeginn. Hermann Ottowitz ist auch Waffenkontrolleur in Pfaffenhofen. Der große Unterschied? Er kontrolliert unangekündigt. Und der weiß natürlich auch nicht, dass wir jetzt kommen. Immer mit ihm dabei. Gibt bei der Polizei natürlich Sprengstoffhunde. Die finden auch Munition. Geh, Sammy, ihr findet nur was zum Fressen. Die erste Adresse. Natürlich ganz oben. Aber so weit, glaube ich, geht's nicht auf. Niemand da. Hallo? Den hätte ich braucht. Nein, nichts Schlimmes, keine Angst. Okay? Danke. Ja, kein Problem, nein, wenn ja nicht da ist, hilft's auch nicht. Die nächste Adresse. Ja, leider nichts. Satz mit X. 18 Uhr. Eigentlich eine gute Zeit, um Leute daheim anzutreffen. Der Tag vor dem Plädoyer im Prozess Susanne G. Nebenklageanwalt Beer bespricht mit Kollege Strassner die Strategie. Beim Beginn bin ich mir ja noch nicht so sicher, wie ich einsteige. Also ich habe was vorformuliert, aber bin noch nicht so glücklich. Du hast ja so viele Versionen schon durch, dass du einen griffigen Einstieg hast. Sein Plädoyer soll alle wichtigen Anschuldigungen zusammenfassen. Vor dem Plädoyer ist man sicherlich angespannt und das geht uns heute, also mir jedenfalls heute Abend auch nicht anders. Wir haben ja schon einen langen Arbeitstag hinter uns und heute Abend muss aber noch ein bisschen gefeilt werden. Zuhören sollen wir dabei nicht. Die Anwälte beraten noch bis spät in die Nacht. Beer will in seinem Plädoyer auch das Schießen in Tschechien aufgreifen, vor allem aber die rechte Ideologie der Angeklagten. So, Herr Beer. Was für eine Angeklagte haben wir hier, ist die unverändert fest entschlossen zu Gewalttaten und wird sich da nach der Haftzeit etwas ändern oder nicht. Und jetzt, während sie weggesperrt wäre, wer träte dann an ihre Stelle? Eine hohe Strafe könnte in Beers Augen auch andere abschrecken. Wie viele bewaffnete Rechtsextremisten gibt es in Bayern? Zum Jahresbeginn 2020 zählte der Verfassungsschutz 89 bewaffnete Rechtsextremisten.
Im Laufe des Jahres wurden 23 von ihnen entwaffnet. Dafür kamen 54 neue hinzu. Ende 2020 waren es damit 120 bewaffnete Rechtsextremisten in Bayern. Damit sind sie die mit Abstand größte Gruppe unter den Extremisten mit Waffenbesitzkarten und kleinem Waffenschein. Zum Vergleich: 19 sogenannte Reichsbürger zählt der Verfassungsschutz, 14 Islamisten, 6 Linksextremisten. Wir fragen nochmal den bayerischen Innenminister. Eigentlich sollten seit der Verschärfung des Waffengesetzes 2020 Rechtsextreme konsequent entwaffnet werden. Warum gibt es dann immer noch so viele? Überall dort, wo wir von Rechtsextremisten Kenntnis haben, dass sie Waffen haben, werden die Verfahren entsprechend eingeleitet. Wann sie dann erfolgreich durchgezogen werden, das hängt eben zum Beispiel davon ab, ob jemand dann vor das Verwaltungsgericht geht und dagegen klagt, gegen den Bescheid. Das klingt nicht danach, als wären bald alle Rechtsextremen entwaffnet. Ob es generell genug Waffenkontrollen gibt, will Hermann überprüfen. Waffenkontrolleur Otto Witz ist immer noch auf der Suche nach Waffen. Nach wie vor kontrolliert er unangekündigt. Ob ihm noch jemand aufmachen wird? Sein letzter Versuch heute. Hallo, Otto Witz ist mein Name. Waffenkontrolleur vom Landratsamt. Der Sportschütze will anonym bleiben. Eine Kurzwaffe, zwei lange, halbautomatische Pistole, 9mm Luger. Da steht die Seriennummer und wann wo gekauft. Die Waffenbesitzkarte ist korrekt und alle Waffen da. Aber kurz bevor er gehen will, findet er doch noch was. Einen kleinen Satz zu den beiden Schränken muss ich Ihnen sagen. Ja. Und zwar, die haben einen Schlüssel. Ja. Das ist scheiße. Ich weiß. Weil der Schlüssel, der Schlüssel müsste genauso sicher verwahrt werden wie die Waffen. Heißt, auch der Schlüssel müsste in einen Tresor. Okay. Das war's. Konsequenzen für den Waffenbesitzer gibt es nicht. Ich muss die Leute halt darauf hinweisen und schreibt das einmal in Bericht rein. Standardmäßig, also Belehrung über Schlüsselaufbewahrung durchgeführt. Mehr kann man nicht machen. Bußgelder gab's nach seinen Kontrollen noch nie. Der Tag der Nebenklage. Bär und Strassner auf dem Weg zu ihrem Plädoyer. Guten Morgen, hallo. 30 Minuten sprengen. Guten Morgen. Gut geschlafen? Ja, gut geschlafen. Das ist für so einen Tag wichtig. Seine Befürchtung? Für uns wäre es sicherlich enttäuschend, wenn die Generalbundesanwaltschaft zu einem recht niedrigen Strafmaß käme und bestimmte Dinge anders einordnet als wir. Die Verteidiger von Susanne G. als Anwälte der rechten Szene bereits im NSU-Prozess dabei. Wir würden gerne mit Ihnen über die heutigen Plädoyers und über das Thema Bewaffnung sprechen. Aber keine Stellungnahme. Sie werden den Freispruch für Susanne G. fordern. Ihre Mandantin habe die Taten weder geplant noch durchgeführt. Im Gericht dann? Die Bundesanwaltschaft fordert 6 Jahre. Bär und Strassner als Nebenklage 8 Jahre. Die ersten Plädoyers in einem wichtigen Prozess. Das Urteil zu Susanne G. voraussichtlich eine Woche später, Ende Juli 2021. Es gilt die Unschuldsvermutung. Wir haben gesehen, in Bayern gibt es nicht nur vergleichsweise viele Waffenbesitzer, sondern auch über 100 bewaffnete Rechtsextremisten. Das Kontrollnetz, es hat Lücken.